So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Und ihr seht schon, hier stehen drei Soßen. Da ist auch was zu essen da. Denn wir haben letztens beim Einkaufen was gefunden von Bautzner. Bautzner hat drei Soßen an den Start gebracht. Bautzner Original. Burgersoße. Top-Mich steht da drauf. Deswegen habe ich hier auch einen Hamburger hingelegt, weil ich den Burger mit der Burgersoße probieren möchte. Dann haben wir hier diese Sandwich-Soße, da steht Snack mich. Deswegen habe ich mir hier ein Sandwich gemacht mit Schinken, mit Käse Salami noch drauf, alt und lapprig. Und wir haben als drittes hier diese Bautzner Nacho-Soße Dip mich. Deswegen habe ich in meiner 4-Bro-Schüssel, damit wir nicht zu viel Bautzner Werbung machen, in der 4-Bro-Schüssel hier ein paar Tortillas drin mit Barbecue-Geschmack. Da möchte ich dann diese Soße mal testen. Das Gute war, du kannst das alles gratis probieren, weil ja überall so ein Bändel hier dran war. Und dann konntest du, wenn du das gekauft hast, konntest du das hochladen, deinen Kassenzettel, dein Zeugs angeben, habe ich auch gemacht. Und dann haben die mir das Geld sogar wieder überwiesen. 2 Euro noch was für eine Soße hat das nämlich gekostet. Also da könnt ihr völlig kostenlos, wenn ihr sowas seht, mal probieren. Das funktioniert wirklich. Wer jetzt denkt, das klappt nicht mit dem Geld zurück, das klappt. Du füllst das aus, dann wissen die, wer die dreckige Soße gekauft hat. Und dann geben die dir Geld dafür als Entschädigung, dass du die probieren musstest. Wir fangen jetzt mal an mit Toss Sandwich Soße, weil die steht ganz links. Wenn ich das mal vergleiche, das ist so ein bisschen eher orange. Das ist noch ein bisschen heller und geht in so eine Cocktailfarbe rein. Und das ist noch heller, das ist schon richtig gelb, cremig. Deswegen bin ich gespannt, was das ist. Für Thumbnail muss ich das Ganze sowieso erst noch mal hochhalten, nämlich so. Weil Thumbnails müssen immer richtig dumm aussehen, also hält man das so hoch und denkt sich dann, ja, oh mein Gott. Die lege ich jetzt hier weg, die stelle ich jetzt hier rüber. Wir fangen an mit der Sandwich-Soße Snack mich. Deine Stulle wird die Soße lieben. Curry und Sauerkraut verleihen dieser köstlichen Sandwich-Soße ihren würzig-fruchtigen Geschmack. Sandwich-Soße mit Sauerkraut und einer Curry-Note. Die sind auch noch komplett zu. Da ist auch überall noch ein Bibus drauf. Der muss also auch ab. Ich hoffe, das kriege ich jetzt zeitnah hin. Ich möchte nämlich die Videos meistens immer so One-Take lassen. Ich schneide ja eigentlich nichts Großartiges dran. Deswegen hauen wir jetzt hier diese Sandwich-Soße drauf mit Sauerkraut. Die riecht auch schon säuerlich. Gefühlt jede Sandwich-Soße riecht so wie diese Sandwich-Soße. Ich wusste nie warum, jetzt wissen wir es, weil da immer Sauerkraut drin ist. Wir machen uns jetzt mal hier ein bisschen was drauf. Wir beißen mal hier vorne rein, gucken mal, wie es schmeckt. So, von Curry merke ich jetzt leider gar nichts. Es ist total cremig. Es erinnert mich eher an eine alte ranzige Mayonnaise. Mit aber einem leichten säuerlichen Touch, was die Sauerkrautnote darstellen soll. Ich probiere es jetzt nochmal, mache nochmal einen Humpen drauf. Also wer schöne, cremige, dicke, schmierige, muffige Soßen steht, wer gerne Mayonnaise isst, wird mit dieser Sauerkraut-Mayonnaise bestimmt gute Punkte machen. Ich finde die aber irgendwie so speziell. Vielleicht habe ich mir auch einfach nur zu viel drauf gemacht. Wir beißen nochmal ab, probieren nochmal kurz. So, hier hinten steht auch nochmal drauf, extra mit Eigelb, mit Senf, Curry. Ich glaube jetzt beim zweiten Bissen, wenn du da so dieses cremige, muffige, was dann dazwischen kommt, das könnte eine leichte Currynote sein, driftet für mich aber in irgendwie eine Mayonnaise-Richtung ab. Also die ist nicht so schlecht. Die kann man essen, leicht bestrichen. Jeder, der sich irgendwie Sandwiches macht, macht da eh ganz leicht so eine Mayonnaise-Schicht drauf. Da geht die schon voll klar, kann man machen. Muss aber nicht unbedingt diese besondere teure Soße sein. Reicht auch herkömmliches Billig-Mayo, dann hast du wahrscheinlich auch genau den gleichen Geschmack. Weil das auch immer so ein bisschen säuerlich ist. Bin ich mal gespannt, wie die anderen schmecken. Kommen wir direkt mal zum Burger. Die Burgersoße. Das ist nämlich die dunkelste. Top-Mich. Burgersoße. Das perfekte Topping für deine Boulette. Unsere cremige Burgersoße schmeckt würzig und herrlich frisch. Mit leichter Joghurtnote. Joghurt
eine Joghurtsoße für Burger. Steht halt nicht viel drauf. Tomatenmark, pflanzliche Öle, Trinkwasser, Gurken, Branntwein, Essig, irgendwas. Fettarmer Joghurt. Wie soll das denn würzig schmecken? Wo soll da die Würze herkommen? Man weiß es nicht genau. Wir probieren trotzdem den Burger jetzt damit. Mit der dunklen Soße. Mit der dunkelsten Soße im ganzen Universum. Im Bautzner Universum, nicht im normalen Universum. Es ist wieder mal super genial, dass man auf dem Balkon testet, wenn Wind ist. Alles, was ich hier hinlege, ist jetzt schon runtergefallen. Wenn ich Glück habe, liegt es daran immer noch auf dem Balkon. Wenn ich Pech habe, liegt es irgendwo da unten. Das heißt, ich muss mir mal angewöhnen, hier was herzustellen, wo ich das dann immer gleich reintun kann. Das ist so ein herkömmlicher Chicken Burger, den du dir so holen kannst, im Zweierpack, warm gemacht kurz. Brauchen wir nicht drüber reden. Pack jetzt hier die Burgersoße drauf. Mit leichter Joghurtnote. Also die Burgersoße hat was. Du merkst auch leicht so Zwiebelchen raus, glaube ich. Zwiebelchen, ein bisschen Gürkchen. Hat irgendwie was von einer Big Mac Soße. Also ganz leicht merke ich da, habe ich das Gefühl, ich würde einen Big Mac von McDonald's essen. Vielleicht haben die sich daran orientiert. Die hat ja auch so eine Farbe. Passt für mich aber auf jeden Fall wunderbar zu diesem Burger, zu diesem Billig-Ranz-Burger, passt diese super geniale Burgersoße. Aber auch hier so viele andere Burgersoßen geben dir ein leichtes Big Mac-Feeling von McDonald's. Dafür muss es nicht diese Bautzner Soße sein. Auch hier das Rad nicht neu erfunden, irgendwie schmeckt das wie fast jede andere Burgersoße, die du dir so kaufst, weil sich jeder irgendwie an der Big Mac-Soße von McDonald's orientiert. Nichtsdestotrotz schmeckt die mir trotzdem. Ich würde die auch zu dem Sandwich essen wahrscheinlich. Vielleicht kannst du die auch genau zu den Nachos nehmen und dippen. Also die würde ich sogar nochmal kaufen. Ob es halt unbedingt wirklich die von Bautzner sein muss, weiß ich nicht. Wir haben jetzt hier noch die Bautzner Nacho-Soße. Dipp mich mit Nachos drauf. Alles andere ist doch nur Käse. Diese cremige Soße mit leicht pikanten Käsegeschmack ist perfekt für Nachos, Pommes und Burger. Mit Schmelzkäse, Käse, Milch, Eiweiß, Milch, natürliche Aromen vor Gebrauch schütteln. Auch die kannst du zu einem Burger essen. Das ist ja sehr speziell. Ich glaube, du kannst alle drei zum Burger essen. Du kannst alle drei zu Pommes essen. Und du kannst alle drei zu Sandwich essen. Boah. Übelst die Käsemuchte, die da rauskommt. Also. Die riecht halt wirklich abartig. Wie soll die denn zu einem Burger passen? Also so Tortilla-Chips, okay, perfekt. Riecht genau wie irgendein extremer Käse-Dip, wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen Salsa und Käse und beide nimmt und überhaupt und keine Ahnung. Das zu Burger? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir nehmen uns jetzt erstmal hier so ein Tortilla, packen das mal hier drauf ganz leicht. Ihr seht aber schon, wie blöd das ist, wenn ihr da sitzt mit dieser Flasche und macht euch ständig einen Tropfen auf einen Chip, einen Tropfen auf einen Chip, einen Tropfen auf einen Chip. Lieber so ein Glas, was du aufmachst, reintippst, isst, reintippst, isst, reintippst, isst. Ist irgendwie besser, ist handlicher, du kannst das natürlich nehmen und kannst das in eine Schüssel ausdrücken, aber wozu kaufst du es dann in der Flasche? Also der hat zwar einen mega starken Käsegeruch, aber irgendwie kommt beim Essen dieser Käsegeschmack gar nicht so richtig durch. Vielleicht liegt das dran, weil das hier Barbecue-Dinger sind, die einen ziemlichen Eigengeschmack haben. Wir können die jetzt ja nochmal auf dem Sandwich probieren, wie sie sich da schlägt. Okay, Sandwich ist nix. Jetzt verstehe ich auch, wieso das ein Unterschied ist, von wegen du kannst jede Soße überall bei allen Dingen probieren. Diese Nacho-Soße auf dem Sandwich war übelst eklig, vor allem weil du halt diese einzelnen Wurstgeschmäcker hast. Da passt die Sandwich-Soße okay, die passt dazu. Gerade mit diesem Ei, mit diesem Curry, Senf, Sauerkraut, irgendwas, die passt gar nicht dazu. Vielleicht passt die aber zu dem Burger, weil das steht ja drauf, auch für Pommes und für Burger. Ansonsten ist es für mich kein guter Nacho-Dip. Da würde ich lieber auf irgendeinen Billig-Käse-Dip vom Kaufland oder Rewe zurückgreifen. Aber mal gucken, was sie jetzt zum Burger kann. Ja, auf dem Burger geht die leider total unter. Die ist nicht so schlimm.
wie auf dem Sandwich. Zum Burger passt die besser. Aber am besten passt zum Burger die Burgersoße. Wer hätte es gedacht? Die auf Pommes kann ich mir trotzdem noch interessant vorstellen. Diese Soße und ein paar Jalapenos auf Pommes drauf, Chili-Cheese-Pommes machen, das wäre noch ein Experiment. Würde ich aber trotzdem nicht unbedingt zu Burgern essen. Und zu, ja, zu Nachos kannst du die machen. Da ist ja ein leichter Geschmack da. Auch wenn du die so mal hast im Nachhinein, denkst du, ja, da fehlen mir noch ein paar Nachos dazu. Aber da würde ich lieber zu einer richtigen Nacho-Soße greifen von jemandem, der wirklich sich damit beschäftigt. Also die Nacho-Soße ist okay, aber extrem austauschbar. Die Sandwich-Soße schmeckt wie fast jede Sandwich-Soße, die du so überhaupt kriegst. Ist für Sandwich okay. Die Burger-Soße fand ich am besten. Die finde ich gut. Da muss man mal gucken, preislich, wie das ist mit der Konkurrenz. Aber bring dir ein Big Mac-Feeling nach Hause. Aber das bringt halt leider auch viele andere Soßen. Deswegen weiß ich gar nicht, warum es diese Soßen überhaupt gibt. Und ob die sich halten, ich glaube nicht. Also greift mal zu, wenn ihr die seht. Die sind bestimmt bald wieder verschwunden. Kann ich mir nicht vorstellen, wer die sich sonst so reinzimmert. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Ich probiere nochmal die Burger-Soße auf dem Rest-Sandwich. Vielleicht liegt es auch einfach an diesem Wurst-Sandwich, dass das halt kein richtig geniales Sandwich ist. Ihr braucht dann eher eins mit Tomaten, Gurken, Salat drauf, Zwiebelchen, irgendwas, was richtig frisch ist und nicht so eine Wurststulle. Da passt halt einfach nichts. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Jo, also zu dem Sandwich hat die Burgersoße auch gepasst. Also für mich der klare Gewinner. Denn passt bestimmt auch zu den Nachos. Ich glaube, wenn wir einmal dabei sind, hauen wir uns ja auch drauf auf die Nachos. Richtig gut, auch zu den Nachos passt das. Burgersoße ist der Gewinner. Peace out, Vorhau. Euer Ramses.